Ja, willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Touch Me Mobile Video Podcast. Ich habe hier vor mir jetzt das Acer Aspire 1825 PETZ, das Convertible Sub Notebook von Acer, das ich jetzt ein paar Wochen lang testen konnte und euch hier nun ein Review präsentieren möchte. Gehen wir kurz um das Gerät herum. Wie gesagt, es ist 11 Zoll groß. Wir haben hier einen VGA-Ausgang, hier einen Anschluss fürs Netzteil, einen Lüfter. Hier haben wir einen HDMI-Ausgang, einen USB 2.0-Port. Hier haben wir, können wir das WLAN ein- und ausschalten. Dann haben wir hier sonst weiter nichts. Hier haben wir einen SD-Karten-Slot, Audio-Ein- und Ausgänge, nochmal zwei USB-Ports. Hier den Ein- und Ausschalter, einen Kensington Keylog und Ethernet. Hier unten haben wir erstmal den Akku, der laut Acer 8 Stunden hält, aber wenn man ihn richtig nutzt, kommt man so auf 6, maximal 7 Stunden. Was sehr nett hier ist, man kann die Festplatte und den RAM ganz einfach austauschen. Klappen wir erstmal auf. Wir haben hier eine sehr schöne Tastatur, auf der man richtig gut schreiben kann. Wir haben hier außerdem noch ein paar Buttons am Rand. Hier haben wir noch die Status-LEDs. Das Touchpad hier ist sehr klein, allerdings braucht man das ja nicht, da wir hier ein Touchscreen haben, einen kapazitiven, den man sehr leicht mit den Fingern bedienen kann. Und hier haben wir außerdem noch eine Webcam. Ich habe ihn gerade im Standby-Modus und schalte ihn jetzt ein. Wie gesagt, das Display ist 11,6 Zoll groß, hat eine Auflösung von 1366x768, ist also ein HD-Ready-Display. Und ja, wir haben hier ein Intel Pentium SU4 4100 Prozessor drin mit 1,3 GHz. Da haben wir aus dem 4 GB RAM eine 320 GB Festplatte. Ja, das war's auch. WLAN haben wir hier, kein UMTS. Wir öffnen dann, wir machen erstmal kurz einen Größenvergleich, denn wie gesagt, das Ding ist 11 Zoll groß. Das MacBook selbst wiegt so 1,7 Kilogramm, ist also nicht ganz so einfach. Und wenn man das Sub-Notebook dann im Tablet-Modus hat, ist es ziemlich schwer. Es hat einen Accelerometer, wie ihr hier seht. Also es ist ziemlich schwer zu halten. 1,7 Kilogramm will man auch mit zwei Händen nicht für längere Zeit halten. Deshalb ist ein Netbook vielleicht ein wenig besser, wenn man es im Tablet-Mode haben will. Aber auch sonst ist ein Touchscreen natürlich ziemlich super. Hier mal ein Größenvergleich mit dem 9 Zoll IPC T91. Und das ist natürlich sehr, sehr viel kleiner. Sehr viel kleiner. Und eben im Tablet-Modus auch in einer Hand halten. Aber trotzdem ist ein Netbook oder ein Sub-Notebook mit Touchscreen immer sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wir haben hier einen kapazitiven Touchscreen. Das bedeutet, man kann ihn nicht mit einem ganz normalen Stylus bedienen, sondern braucht so einen speziellen mit diesem hier, den Poco Stylus von Tenone Design. Allerdings funktioniert auch dieser Stylus hier drauf nicht ganz so gut. Wenn man nur was tippen möchte, da funktioniert das zwar, aber wenn man gleich was schreiben möchte, zum Editor, gehe ich eben so da rein. So, da haben wir es. Wenn ich jetzt mit der Schrifterkennung hier was schreiben möchte, dann geht das nicht ganz so gut. Man kann damit zwar auftippen, aber wenn man den Stylus auf dem Sub-Notebook, auf dem Display liegen haben will, dann ist es etwas schwer zu schreiben. Seht ihr, man kriegt da nicht richtig was mit hin. Man muss sehr doll aufdrücken. Wenn man ganz, ganz doll draufdrückt, bekommt man gerade so Hallo hin, aber geht auch mit einem Stylus für einen kapazitiven Touchscreen nicht so wirklich gut. Also, wenn man ein Sub-Notebook, ja ein Convertible für Handschrift haben möchte, sollte man eher zum
Acer ist bei der 1820 Reifen, der kommt mit einem resistiven Touchscreen und ist dann auch einfacher mit einem Stylus zu bedienen. So, dann sehen wir uns mal die Software an. Man kann hier mit Videos in 720p ohne Probleme abspielen. Aber das Wichtigste ist hier das Internet. Das öffnen wir jetzt mal. Ich habe hier den Chrome Browser mit dem Grab and Drag Plugin. Und wir gehen mal auf touchmemo.de. Und wie ihr seht, kann man hier drauf schon super schreiben. Webseiten laden super. Und es ist auch mal schön, so eine große Auflösung zu haben, weil man dann eben sehr viel Platz hat. Das ist halt im Track. Ja, man kann hier mit, eben mit den Fingern super alles bedienen. Zu YouTube wollte ich gerade nicht. Man hat hier auch Multitouch. Allerdings ist das immer ein wenig stockend. Sieht jetzt nicht ganz so flüssig wie bei dem Wolf S10, das liegt am Browser vermutlich. Denn wenn ich jetzt mal ein Bild öffne, da ist das Multitouch recht flüssig. Na, jetzt wird es gerade gar nicht, da jetzt geht es. Das ist recht flüssig, anders als beim Browser, wo es eben recht stockend war. Er braucht immer ein wenig, bis es auch richtig geht. Aber dann geht es. Man muss immer auch wirklich beide die richtigen Finger da drauf haben, ohne die Fingernägel. Also Multitouch geht es, aber nicht so gut wie beim iPad. Nicht ganz so flüssig. Aber es muss es ja auch nicht. Wir haben ja immerhin ein richtiges Netbook, womit man noch arbeiten kann. Wie gesagt, 720p Videos kann abspielen, auch bei YouTube kann das HD Videos abspielen. Das geht ohne Probleme. Ja, das ist also das Acer Aspire 1820 PTZ. Genauere Infos dazu findet ihr auf touchmemobile.de, in dem Artikel dazu. Und ja, ich kann es jedem empfehlen, dem ein NetVirtual zu schwach ist mit dem Intel Atom Prozessor. Ist nicht für alles geeignet. Wer auch etwas Power haben will, wer das vielleicht auch im Studium richtig nutzen möchte. Hier drauf kann man auch Photoshop laufen lassen. Das geht auch ohne Probleme. Auch einfache Videobearbeitungsprogramme. Wer also Leistung möchte und ein Touchscreen, der sollte zu sowas wie dem Acer Aspire 1825 PTZ greifen. Wenn man aber ein Tablet möchte, mit dem man auch in einer Hand oder in zwei Händen rumgehen kann, der sollte eher zu einem NetVirtual greifen oder zu einem reinen Tablet, denn dafür ist das hier einfach zu schwer. Sonst als Notebook finde ich es aber ziemlich super. Und ja, das ist das Acer Aspire 1825 PTZ. Mehr Infos auf touchmemobile.de.